Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurer Gameplayerin. Heute dreht sich alles um fortgeschrittene Tipps und Tricks beim Spiel Palworld. In diesem Video werdet ihr vielleicht den ein oder anderen Tipp noch finden, den ich bereits erwähnt habe in meinem Anfängerguide. Ich wollte das nur der Vollständigkeit halber noch hier hinzufügen, aber es werden auch so einige neue Tipps noch dazukommen, die für fortgeschrittene Spieler gilt, weil man die im Startbereich noch nicht durchsetzen kann. Ich weiß nicht, ob das Ganze zurzeit noch ein Bug ist oder ob das so gewollt ist, aber wenn ihr in euer Menü geht, genauso wie in allen Aufbewahrungskisten, und ihr habt da Sachen, die ablaufen, wie zum Beispiel Nahrungsmittel, dann seht ihr ja, wie dieser Timer immer weiter runter geht. Wenn ihr aber einmal kurz auf Sortieren klickt, dann geht der Timer wieder hoch und startet wieder komplett von neuem. Das gleiche habt ihr dann auch in eurer Kühlbox beispielsweise. Wenn ihr dann einmal auf Sortieren klickt, dann seht ihr schon, wie die Werte wieder komplett auf Null gesetzt werden, also auf die Standardwerte, und von dort aus wieder weiter runtergehen. Eigentlich sollte so eine Kühlbox eure Nahrungsmittel den ganzen Tag kühl halten, vorausgesetzt natürlich, dass ein Pal in der Nähe ist, der es kühlt. Aber leider funktioniert das nicht immer durchgehend. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man zwei Kühlpals einsetzt, in meinem Fall ist das der Jolgott Christ da hinten und hier vorne das Chilit. Die habe ich beide für diese Kühlbox eingesetzt, aber trotzdem ist sie nicht hundertprozentig immer gekühlt. Deswegen habe ich hier im Hintergrund direkt daneben nochmal einen Eiskühler hingestellt. Der muss zwar auch von einem Pal gekühlt werden, aber ich habe den Eindruck, dass es dadurch ein bisschen länger kühl bleibt. Vielleicht ist das nur eine subjektive Sache, aber es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn man die zwei Sachen direkt zusammenstellt. Im Verlaufe des Spiels werdet ihr verschiedene Dinge finden, die ihr aufstellen könnt. Hier, das ist beispielsweise ein Silo. Und wenn man dann im Baumenü nachguckt, dann kann man schnell feststellen, das Silo kann im Lager aufgestellt werden und erhöht das Arbeitstempo beim Säen. Mehrere aufzustellen bringt allerdings keinen zusätzlichen Nutzen, was übrigens für alle diese Dinge gilt. Das Ganze ist zu finden unter dem Sternchen ganz oben rechts unter Anderes, und das müsst ihr natürlich abhängig von euren Leveln freischalten. Es gibt noch die große Werkzeugkiste, dadurch erhöht sich dann das Arbeitstempo beim Handwerk. Das olympische Feuer, dadurch erhöht sich das Arbeitstempo beim Arbeiten mit Feuer, also zum Beispiel, wenn ihr Barren herstellen wollt. Der Springbrunnen erhöht das Arbeitstempo beim Gießen. Das Blumenbeet erhöht das Arbeitstempo beim Sammeln, also wenn die Pals bei euch im Lager rumlaufen und irgendwelche Dinge einsammeln, die auf dem Boden liegen. Das Hackklotz und Beil erhöht das Arbeitstempo beim Holzfällen. Die Spitzhacke und der Helm erhöhen das Arbeitstempo beim Bergbau. Und der Hexenkessel erhöht das Arbeitstempo bei der Arzneilebensmittelherstellung. Auf Level 48 habt ihr dann noch den Strommast, den ihr freischalten könnt. Der erhöht das Arbeitstempo für die Stromerzeugung, also sprich für alle Elektropals bei euch, die Strom erzeugen. Und mehr Gegenstände habe ich zumindest noch nicht freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob sich unter den Fragezeichen noch eins verbirgt, aber ich denke eher nicht. Wenn ihr da etwas anderes drüber wisst, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Dann noch ein kleiner Tipp, der mir immer wieder sehr geholfen hat, der eigentlich ja auch für die Anfänger gilt, den man aber nicht auf den ersten Blick erkennt. Und zwar, wenn ihr hier auf etwas draufsteht, was ihr bewegen wollt, dann seht ihr schon unten die rechte Maustaste für Verschieben, Shift und die linke Maustaste für die Hälfte nehmen, Steuerung oder Control, wie es hier steht, und die linke Maustaste, um 1 zu nehmen. Ich habe es ehrlich gesagt immer übersehen in meinem Let's Play. Deswegen Steuerung und 1 drücken und die linke Maustaste drücken und ihr nehmt nur 1 raus. Wenn ihr die rechte Maustaste drückt, habt ihr den ganzen Stapel rausgenommen. Wenn ihr Shift und die linke Maustaste drückt, halbiert sich das Ganze. Dann nochmal ein kleiner Tipp am Rande, falls ihr den ersten Teil meines Guides für Anfänger nicht geschaut habt. Wir haben hier eine sogenannte Viehfarm, und da habe ich persönlich jetzt die Mozzarina zugewiesen, die immer wieder draußen rumläuft, warum auch immer, das Fixie und die Mau.
Und zwar sind das eure ja, mitunter drei stärksten Pals, die ihr nutzen solltet, sobald ihr die erhalten könnt. Mau könnt ihr relativ schnell zu Beginn, also so ab Level 12, glaube ich, sind die Dungeons, im Dungeon fangen. Und wenn ihr die gefangen habt, dann setzt ihr die einfach auf die Weide, weil die produziert nämlich Geld, also Gold. Und das braucht ihr dann einfach nur abzuheben. Naja, die anderen Sachen sind jetzt auch eingesammelt worden, Goldmünzen. Das sind dann diese kleinen Pakete, die hier so rumliegen. Und dann kommt ihr recht schnell auf recht hohe Beträge. Ich bin zwar jetzt schon was weiter, aber ich habe auch schon insgesamt, ich weiß nicht, etwas an die 100.000 Gold, glaube ich, ausgegeben, um mir Pals zu kaufen. Fixie wiederum ist sehr, sehr gut, weil Fixie gräbt nämlich regelmäßig Palsphären aus. Und zwar sind das grundsätzlich immer die blauen. Ich habe mir allerdings sagen lassen, dass wenn man Fixie im Level erhöht, und mit Level meine ich jetzt nicht das Level, was sie gerade hat mit Level 25, sondern dazu kommen wir dann später nochmal in einem separaten Video. Dazu muss ich aber noch einige Vorkehrungen treffen. Ihr könnt das passive Level erhöhen. Passives Level ist jetzt vielleicht etwas seltsam ausgedrückt, aber indem ihr andere Pals opfert, könnt ihr die Fixies verbessern. Und zwar wäre das dann später, habe ich mir sagen lassen, ich habe es selber noch nicht gemacht, ich werde es mit euch zusammen allerdings in einem separaten Video mal machen, dann könnt ihr beispielsweise das Sammeln auf Level 2 hochsetzen. Und ich habe mir sagen lassen, dass da dann auch die grünen Bälle ausgebuddelt werden. Naja, und Mozzarina sieht halt aus wie eine Kuh und gibt auch dementsprechend Milch, wenn er sie hier reinsetzt. Es wird dann nochmal einen separaten Guide geben, wo ich dann nochmal alle Pals vorstellen werde, die mir bekannt sind und was diese Pals in dieser Weidestation so abliefern. Ihr seht schon, wenn ihr eine Kiste daneben habt, das wäre dann auch indirekt noch der nächste Tipp, dann gibt es Pals, die immer wieder etwas einsammeln und direkt wieder reintun. Ich weiß nicht, ob er verbuggt ist oder jetzt hier die ganze Zeit am Sammeln ist. Auf jeden Fall seht ihr hier schon, es werden Pfeile und Palsphären und natürlich auch Gold hier reingetan. Die kann man sich dann einfach abholen und in sein Inventar reintun. Die Pfeile selber werden übrigens auch vom Fixie hergestellt. Also die stellt sozusagen passiv noch Pfeile her und sie buddelt immer wieder die Sphären aus. Beziehungsweise sie buddelt auch die Pfeile aus, habe ich gerade gesehen. Ja, wie gesagt, wenn ihr dann eine Kiste direkt daneben aufgestellt habt, dann sollten die Pals die Kiste mit der Zeit einsammeln und in diese Kiste reinsetzen. Gleiches gilt übrigens auch für den Steinbruch und das Holzfällerlager. Die sind am Arbeiten und eigentlich sollten dann entsprechend auch hier immer die Sachen drin landen, wenn sie eingesammelt werden. Ich habe so gemacht, dass ich mir das Ganze so ein bisschen aufgesplittet habe, sodass eigentlich immer nur die Steine da drin landen, hier im rechten Teil. Aber irgendwann war mal eins frei und dann hat man einfach das Holz da reingetan, was ich nicht so toll fand. Aber im Endeffekt ist es ja egal, weil innerhalb von diesem blauen Bereich, den ihr von eurer Palbox mit eurer Ankunft ja festgelegt habt, ist es egal, weil ihr könnt nämlich alles nutzen, was innerhalb dieser Kisten drin ist. Ihr solltet mit der Zeit auch unterschiedliche Felder anlegen. Ihr müsst natürlich auch schauen, dass ihr die entsprechenden Pals dafür einsetzt, damit das Ganze automatisch ja, stattfindet. Ihr seht schon, hier rechts habe ich Pals, die das Ganze aussehen. Dann habe ich Pals, die das Ganze wieder einsammeln. Zwischendurch werden die Felder nochmal bewässert von den Wasserpals. Da müsst ihr dann auf verschiedene Sachen achten. Und zwar dieser Gumus, den ihr relativ schnell zu Beginn erhalten könnt. Der hat hier dieses kleine grüne Zeichen und daneben steht Aussaat. Das ist ganz wichtig. Da gibt es dann natürlich auch nochmal verschiedene Level für. Also mein Pal, was ich jetzt eingesetzt habe, hat glaube ich Level 2 da drin. Das heißt, der kann schneller im Endeffekt die Samen aussehen. Die brauchen auch nur einmalig Samen, um das Ganze hier zu bauen. Also diese einzelnen Felder. Und ansonsten brauchen die nichts mehr. Das machen die dann alles von selber, sowohl die kleinen wie auch die großen. Und dann können immer wieder regelmäßig die entsprechenden Sachen geerntet werden. Dann zum Beispiel den Tiefpfand, den gibt es auch relativ zu Beginn.
Wenn ihr eure Basis aufgebaut habt und ein Stückchen weiter ins Land reingeht, der hat auch nur eine Bewässerung von 1, aber das Wichtige ist halt diese Gießkanne, weil mit Hilfe dieser Gießkanne seht ihr alle Pals, die wirklich eure Felder bewässern können. Ihr solltet dann, wie ich es eben schon erwähnt habe, natürlich schauen, je mehr Pals ihr dann mit der Zeit fangt, umso höher sollten dann diese Level sein und dann dementsprechend die höheren Pals einsetzen, also sprich die mit dem höheren Level zum Beispiel für Bewässerung oder für Aussaat. Was es direkt von Anfang an gibt, das sind die Kativas. Die haben natürlich noch einige andere passiven Fähigkeiten, deswegen ist es eigentlich ein bisschen blöd, die einzusetzen. Aber sie sammeln zum Beispiel auch. Und zwar ist das dieses grüne Symbol mit diesen Blättern dran, wo Sammeln daneben steht. Das ist ganz wichtig für uns, weil die nämlich damit die Ernte einsammeln. Und gleichzeitig können sie auch die Ernte durch dieses Kistchen hier mit Transport daneben auch entsprechend zu den einzelnen Kisten transportieren. Also ich persönlich kann nur empfehlen, dass ihr schaut, dass ihr Pals nehmt, die nicht so vielfältig sind, weil die sonst von einem zum anderen Ort immer wieder laufen. Es kann sein, dass die gerade was am Einsammeln sind hier vom Feld und denken, ah, da hinten liegt was rum, dann renne ich doch mal schnell dahin und transportiere das nochmal woanders. In dem Moment wird natürlich das Feld nicht weiter bearbeitet. Das kann mitunter schon mal was lästig sein, genauso wie zum Beispiel, dass die auch im Bergbau sind, beziehungsweise arbeiten können, wenn auch nur mit Level 1. Und dann plötzlich immer wieder wegrennen, um irgendwas zu transportieren oder kommen dann plötzlich angerannt, wollen einem beim Handwerk helfen, wenn man etwas am Aufbauen ist oder ähnliches. Also da kann ich wirklich nur empfehlen, dass ihr Pals nimmt, die ein bisschen mehr spezialisiert sind. Wie beispielsweise hier mit dem Tiefanten. Das Einzige, was er macht, ist den ganzen Tag sich um die Bewässerung zu kümmern und natürlich zwischendurch auch mal ein bisschen fressen und ein bisschen schlafen. Diesbezüglich habe ich auch noch einen kleinen Tipp. Es kommt schon mal vor, dass die Pals nicht unbedingt das machen, was sie machen sollen. Dann muss man ihnen hinterherlaufen. Mittlerweile V drücken seit dem Update. Vorher war es F, jetzt aber V drücken. Und dann kann man hier schön sehen, wenn man hier was anvisiert, Tomatenacker kann von dem Pal zum Beispiel nicht verrichtet werden. Hier steht zum Beispiel Bärengarten, dem Pal kann diese Arbeit zugewiesen werden. Dann wirft man das Pal darauf. Und in meinem Fall steht jetzt fehlgeschlagen, aber das Pal macht es trotzdem, es bewässert das Ganze. Und in der Regel funktioniert das Ganze auch. Es ist noch ein bisschen buggy unter Umständen, aber wir haben ja auch noch die Early Access Version. Wenn ihr beispielsweise Probleme habt, einen speziellen Boss niederzukriegen oder wenn ihr einfach meint, dass euer Angriffsschaden grundsätzlich noch zu niedrig ist, wobei man ihn auch anders einstellen kann, nämlich als passiven Begleiter, der euch ein bisschen Schutz bietet, dann kann ich euch nur diese Daydreams hier empfehlen. Und zwar könnt ihr diese einfach in euer Team reinnehmen. Dann könnt ihr, wenn ihr schon soweit seid, das sogenannte Daydream-Halsband herstellen. Dafür braucht ihr Leder, Fasern und Palladium-Bruchstücke. Wenn ihr das Ganze dann hergestellt habt, wie ihr schon seht, dann kommen diese Daydreams automatisch raus und sind sozusagen eure Haustiere, die immer mit euch mitlaufen, egal wo ihr hinlauft und leider hier gerade einen langen Weg außenrum nehmen. Und hier unten rechts seht ihr dann schon, wenn dieser Pal im Team ist, erscheint er in deiner Nähe und gibt dir mit magischen Geschossen Schützenhilfe. Das heißt nichts anderes als, die sind jetzt bei euch dabei, laufen immer mit euch mit und schießen dann automatisch auf alles, was ihr angreift oder was euch angreift. Ihr könnt jetzt zusätzlich noch ein anderes Pal auswählen, das dann ebenfalls freilassen. Und dann habt ihr drei Pals, mit denen ihr gleichzeitig kämpfen könnt. In meinem Beispiel zumindest. Rein theoretisch könntet ihr natürlich auch vier von diesen Daydreams mitnehmen, die dann passiv mit euch mitfliegen und einen einzigen Pal auswählen, den ihr dann entsprechend rauslasst. Und wenn ihr dann irgendwo anders hingeht, dann greifen die alle mit euch an. Wie ihr sehen könnt, ist dieser Ort übrigens auch ein Geheimtipp zum Leveln, also finde ich zumindest. Und zwar befinden wir uns gerade hier oben im Kleinhai-Revier.
Hier unten ist ja die Stelle, wo wir normalerweise anfangen, die Ebene des Aufbruchs. Und wenn man dann hier über diese Inseln hochgehen würde, hier käme man nochmal rüber auf diesen Teil der Insel und hier dann entweder rüber schwimmen oder hier gibt es auch noch was. Ich bin halt hierhin geflogen. Dann befindet sich hier an diesem Streifen, der so ein bisschen blau-grau ist, befindet sich das Kleinhai-Revier. Da gibt es übrigens auch nochmal einen Boss namens Warsick und da könnt ihr wirklich gut leveln. Wenn ihr irgendwo reingeht, wie zum Beispiel jetzt hier zu dem Boss, dann müsst ihr, warum auch immer, nochmal die einzelnen Pals anvisieren und den Gegner angreifen bzw. den Angriff als Befehl geben. Wundert euch nicht, ich habe natürlich, um das Ganze zu zeigen, meine Werte hochgeschraubt. Deswegen geht der Gegner jetzt auch entsprechend schnell runter. Beziehungsweise deswegen nehme ich auch so wenig Schaden. Wenn ihr so einen Boss erledigt habt, immer daran denken, nochmal ein bisschen hier rumzugucken, ob man auch wirklich den ganzen Loot bekommen hat. Dann kann ich euch noch als Tipp mitgeben, schaut auf jeden Fall auf euer Team, was habt ihr aufgestellt. Es gibt ja verschiedene Arten von Elementen. Die solltet ihr nutzen, um gegen die entsprechenden Pals besser zuschlagen zu können. Wenn ihr auf Escape geht und dann auf Survival Guide, da könnt ihr beispielsweise weiter runterscrollen und auf Elementartypen gehen. Da seht ihr dann nochmal eine schöne Übersicht. Und zwar immer das, was hier am Ende vom Pfeil steht, ist natürlich stärker gegen das, was hier an der Pfeilspitze steht. Das heißt, die Elektropals können erheblichen Schaden gegen die Wasserpals machen, die logischerweise erheblichen Schaden gegen die Feuerpals. Und die Feuerpals können logischerweise erheblichen Schaden gegen Eis machen, weil das Eis ja schmilzt. Und auch gegen Gras. So geht das Ganze hier einmal die Runde. Das hier wäre das Element Erde. Das wäre Drache. Das wäre die Dunkelheit und das sind dann halt diese neutralen Pals. Die Dunkelheit ist sehr, sehr stark gegen die neutralen Pals. Wenn ihr könnt, solltet ihr euch dieses Wissen auf jeden Fall zunutze machen und euch dementsprechend nach Möglichkeit von den besten Elementen immer einen Pal mitnehmen. Ich habe hier beispielsweise Azox im Team. Auf den kann ich gleichzeitig reiten, wie man unten rechts sehen kann. Allerdings immer nur, wenn ihr die entsprechenden Sättel oder ähnliches hergestellt habt. Dann habe ich Yoltok dabei, der, wie ich jetzt im Moment noch finde, wahrscheinlich einer der stärksten Elektropals im Angriff ist. Zumal er auch eine ziemlich hohe Gegnerschaft erreichen kann, je nachdem, wie die aufgeteilt sind. Dann habe ich aktuell noch Nightwing mit dabei, mit dem ich dann auch fliegen kann und mich schneller durch die Gegend bewegen kann und natürlich auch besser die höheren Gegenden und so weiter erkunden kann. Als Ausgleich wollte ich mir noch einen Sattel für Wannwürm machen, weil ich nicht weiß, ob er eventuell stärker ist. Ich meine nämlich, er hatte einen stärkeren Angriff drin gehabt. So dass ich ihn dann quasi, wenn ich das soweit fertig gemacht habe, gegen Nightwing austauschen kann als Flugpal. Surfen kann ich euch nicht empfehlen. Der ist jetzt nur noch bei mir im Team drin, weil ich was ausgetauscht hatte. Da könnt ihr beispielsweise einen Anubis für nehmen. Oder zum Beispiel auch einen Blazehole Noct. Da werde ich mal schauen, welche ich denn am besten einsetzen werde. Oder aber beispielsweise, was für mich persönlich jetzt noch eine Option wäre, den habe ich aber leider nur einmal bisher, das wäre der Ryptochrist. Der macht jetzt bei mir den Bergbau aktuell, der hat nämlich Level 3 in Bergbau, aber der hat standardmäßig schon wahnsinnig hohe Angriffe von Eis. Dann noch ein Tipp, schaut euch wirklich immer alles an, was ihr bauen könnt und nutzt die Dinge auch. Weil beispielsweise, wenn ihr schon ein ganzes Stück weiter seid und ihr dann entsprechend viele Ressourcen habt, dann könnt ihr anstatt immer in Dungeon oder in der Welt herumzulaufen und diese Padium-Bruchstücke zu farmen, könnt ihr beispielsweise einfach mit euren Steinen, ich habe jetzt aktuell 19.000 knapp, die in den Kisten rumliegen und nochmal entsprechend viele, die im Steinbruch rumliegen,
Fäden, die könnt ihr dann einfach erstellen. Oder aber anstatt Fasern mühsam von den Bäumen zu kratzen, könnt ihr auch einfach das Holz, was ihr schon zusammengefarmt habt, nehmen und daraus Fasern herstellen. Ich zeige euch das jetzt mal eben anhand des Paldium-Bruchstückes. Einfach die gewünschte Menge reinmachen und auf Produktion klicken und dann wird mit der Zeit ein Wasserpal kommen, benötigt Bewässerung, steht jetzt schon hier oben drüber und wird sich dem Ganzen annehmen. Und dann könnt ihr später wiederkommen und das Ergebnis abholen. Ja, eins der liebsten Dinge, die ich persönlich aktuell mache, ist Pals zu züchten. Dafür braucht ihr hier so eine Zuchtstation, die allerdings sehr viel Platz wegnimmt, wie ihr schon seht. Und hier vorne ist dann automatisch so ein Kasten, da könnt ihr dann diese Torten reinlegen. Ich habe festgestellt, gerade für die größeren Pals, also für die, die stärker sind, die ihr erst später bekommen solltet, müsst ihr immer zwei Torten reinlegen. Anfangs hatte ich es noch, dass es mit einer Torte gereicht hat. Ich weiß nicht, ob es da noch verbuggt war und es nur ein Zufall ist oder ob das tatsächlich einfach ausgereicht hat, weil die Pals kleiner waren. Wenn ihr da genaueres drüber wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich würde immer, wenn ihr eine Zucht machen wollt, definitiv zwei Torten direkt da reinlegen. Diese Torten könnt ihr, wenn ihr soweit seid, hier drin machen im Kochtopf. Da benötigt ihr dann Mehl für, rote Beeren, Milch, Eier und Honig. Milch, Eier und Honig erhaltet ihr hier aus dem Gehege. Die Milch, wie gesagt, kommt von Mozzarina. Der Honig kommt von diesen Bienenwesen, um ganz genau zu sein, von Bigarde oder Elisabi. Und die Eier könnt ihr einfach von Chipikis erhalten. Um das Mehl herzustellen, braucht ihr allerdings ein Weizenfeld, wo ihr dann entsprechend die Pals sich darum kümmern und die ganzen Weizen automatisch einsortiert. Die habe ich immer in den Kühlschrank gelegt, weil die da länger halten. Und dann braucht ihr noch diese Mühle hier. Dafür benötigt ihr dann Holz und Stein. Und da drin könnt ihr dann ganz einfach das Mehl herstellen, indem ihr dann pro Mehl immer drei Weizen reinmachen müsst. Einfach auf Herstellen klicken. Ich stelle jetzt mal 50 ein und auf Produktion beginnen. Dann kommt mit der Zeit wieder ein Wasserpal, bewässert das Ganze und da ist es auch schon. Hat aber keine Lust, mir gerade zu helfen. Also normalerweise kommt dann direkt ein Wasserpal, bewässert das Ganze und dann wird Mehl hergestellt. Meine Pals sind irgendwie zu faul teilweise dafür. Und ich nehme alles zurück, auch wenn meine Pals tatsächlich sehr faul geworden sind mit der Zeit. Es ist einfach nur an mir vorbeigelaufen, weil es die Paldium-Bruchstücke machen wollte. Wenn ihr so weit seid, dass ihr eine Erzfarm errichtet habt. Was ich nicht verstehe, ist, dass die Sachen dann immer auf dem Boden rumliegen und nicht transportiert werden, wenn ich nicht da bin. Wenn ich nicht online bin, verstehe ich das Ganze noch, aber irgendwie kommen die Leute nicht nach. Es kann daran liegen, dass ich nur zwei Leute habe, die das Ganze wegtransportieren sollen. Es kann aber auch daran liegen, ja, dass meine Schildkröten hier einfach zu schnell sind. Dick Toys nennen die sich übrigens. Die machen aber, wie ihr gerade gesehen habt, immer nur zwei Schaden jedes Mal auf die Erzvorkommen. Da gibt es allerdings einen kleinen Trick. Und zwar, beispielsweise, wenn ich das Ganze jetzt austausche und hier so einen Dick Toys nehme und ich den dann rauslasse und der jetzt an seine Arbeit geht. Ihr könnt es jetzt schlecht sehen, aber der linke macht 2 und der rechte macht immer so konstant zwischen ja, 17 und 20 Schaden da drauf. Beziehungsweise Erze, die dann halt eben rauskommen. Das liegt daran, dass ich mir an der PAL-Ausrüstungswerkbank das hier gebaut habe, den Dick Toys, das Dick Toys Stirnband. Braucht ihr Lederfasern, Metallbarren, Stein und Paliumbruchstücke für. Klingt erstmal teuer, aber bedenkt bitte, dass ihr diese ganzen Sachen, die hier drin sind, im Prinzip nur einmal herstellen müsst und dann entsprechend auch immer anwenden könnt. Also das bleibt dann passiv sozusagen in eurem Inventar. Ihr seht das Ganze nicht, aber dieser Effekt hält durchgehend an. Ja, und dieses Stirnband, hier steht es auch schon, ist ein motivierendes Stirnband für Dick Toys. Ermöglicht es Dick Toys bei Aktivierung der Partnerfähigkeit, sich schnell zu drehen und Steine effizienter zu zertrümmern. Geht aber leider nur, wenn ihr den Pal auch wirklich bei euch im Inventar, also in eurem Pal-Team drin habt
und den entsprechend rausholen könnt. Ihr könnt aber beispielsweise einfach hingehen, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, euch AFK an eure Erzmine stellen, den einfach rauslassen und der unterstützt dann nochmal die anderen Dicktoys, die dann da rumlaufen bei ihrer Arbeit. Wenn ihr natürlich gerade am Spielen seid, geht das Ganze nicht, weil ihr müsstet dann auch vor Ort sein. Auch noch ein kleiner Tipp, ihr lauft jetzt hier in der Gegend rum und wisst nicht genau, wo könnten hier noch Pals sein. Ihr habt aber beispielsweise einen Trombat bei euch im Team. Dann seht ihr hier unten in der Mitte, es war gerade kurz drin, da konntet ihr E drücken. Müsst ihr gedrückt halten, so. Dann macht er einen Ultraschall und zeigt euch genau an, wo sich überall welche Pals befinden. Ist eine Funktion, die ich persönlich ja nicht sehr hilfreich fand, weil ich ja die Pals auch immer schnell gefunden habe. Aber es ist auf jeden Fall eine Funktion, die ich euch vorstellen wollte. Er hat nicht nur Level 2 bei Bergbau, Sammeln und Transport, sondern er arbeitet auch die ganze Nacht durch. Das heißt, die anderen Pals legen sich schlafen und er ist trotzdem noch weiter am Arbeiten. Also wenn ihr da mal nicht die Nacht überspringen könnt oder wollt, dann habt ihr auf jeden Fall einen zuverlässigen Begleiter in Sachen Bergbau beispielsweise, der ja bis an seine Grenzen geht. Dann noch ein Tipp zum Essen. Ich glaube, das hatte ich schon mal im Anfängerguide erwähnt. Und zwar so, wie das Essen hier drin liegt, von links nach rechts gesehen, so wird es auch gegessen. Das heißt, wenn ihr wollt, dass Essen mit höheren Nährwerten gegessen wird, solltet ihr dieses nach ganz links legen. In diesem Fall habe ich jetzt hier nur Beeren und Tomaten drin. Normalerweise hätte ich auch noch Zuckerwatte drin, was wohl ziemlich gut sein soll, um den Geisteszustand zu erhalten. Aber ja, ich habe jetzt aktuell keine mehr, das ist schon alles weggefressen worden. Entsprechend nehmen die dann in diesem Fall jetzt die Beeren von links. Wenn ihr mal aus einem Kampf herausgekommen seid und euer Pal ist komplett fix und fertig, also normalerweise sieht es ja so aus, aber das sieht dann alles rot aus im Hintergrund. Dann könnt ihr ihn natürlich in die Palbox legen. Das dauert dann, glaube ich, bei jedem Pal 10 Minuten, bis der Pal dann wieder ja, zurückgeholt wurde sozusagen, bis er nicht mehr K.O. ist. Einen kleinen Trick gibt es allerdings aktuell. Ich weiß jetzt nicht, ob das verbuggt ist oder ob das so gewollt ist. Aber wenn ihr einen kampfunfähigen Pal habt, dann könnt ihr ihn einfach hier unten reinziehen in eine freie Stelle oder mit einem anderen austauschen. Dann liegt dieser Pal hier irgendwo in der Nähe auf dem Boden. Und da müsst ihr nur noch warten, bis einer der anderen Pals mal eben vorbeikommt, diesen Pal aufgesammelt hat und dann hier in einen der Betten reingebracht hat. Da erholt er sich dann schneller und ihr könnt ihn dann auch viel schneller wieder mit ins Team reinnehmen. Dann gibt es noch Anubis. Ja, wie ihr sehen könnt, hat er im Handwerk Level 4, ist also immer ein gern gesehener Gast in jeder Basis und er hat nochmal Level 3 in Bergbau. Bei mir ist es allerdings so, wenn ich ihn rausgelassen habe, ist er immer auf den Bergbau gegangen, obwohl da schon genug Leute beschäftigt waren. Deswegen finde ich ihn jetzt nicht so gut, aber er ist trotzdem noch ein sehr beliebter Pal und den könnt ihr eigentlich erst später erhalten. Zum Beispiel, indem ihr versucht, den Level 47er Anubis hier oben zu fangen. Das ist einer dieser Weltbosse. Ist aber nicht so einfach. Jetzt gibt es aber noch eine andere Art und Weise, wie ihr Anubis bekommen könnt. Da müsst ihr natürlich auch ein bisschen Glück haben oder euch direkt darauf hinzüchten, sodass ihr die entsprechenden Pals habt. Ich habe nämlich einige Anubisse bei mir im Team und ich habe keinen einzigen gefangen, sondern ich habe sie gezüchtet. Und zwar gibt es diese wundervolle Seite, die werde ich euch dann auch entsprechend nochmal im Video verlinken. Da könnt ihr hier oben die Sprache auf Deutsch umstellen und da könnt ihr dann einfach aussuchen, welche Kombinationen ihr braucht, beziehungsweise welche Kombinationen rauskommen würden, wenn ihr die Pals, die ihr zum Beispiel schon habt, hier unten auswählen würdet, dann würde hier oben das Ergebnis reinkommen. Also wenn ihr hier einmal links draufklickt, Anubis reinmacht, rechts draufklickt und Dicktoys reinmacht, dann seht ihr schon, da würde dann auf jeden Fall ein Blazehole rauskommen. Wenn ihr dann hier oben draufklickt,
Dann wechselt ihr und dann könnt ihr auswählen, welches Ergebnis ihr haben wollt. Klickt dann auf Anubis und dann wird euch hier rechts eine Liste angezeigt. Meistens ist sie recht lang, es sei denn, es ist ein wirklich epischer Pal. Dann kann es auch schon mal sein, dass es nur drei Kombinationen gibt. Und mit diesen ganzen Kombinationen könnt ihr ein Anubis herstellen, wenn ihr denn die entsprechenden Pals habt, die ihr miteinander züchten könnt. Und ihr seht schon, gerade bei Anubis, ich mache das Ganze mal ein bisschen schneller, ist das eine wahnsinnig lange Liste. Und dann sind auch zum Beispiel so Sachen wie Mozzarinas dabei, die ihr ja recht schnell bekommen könnt. Und mit ein bisschen Glück habt ihr vielleicht schon einen Lülin gefangen oder gezüchtet. Dann könnt ihr die beiden einfach verbinden und habt recht schnell einen Anubis. Dann der nächste Tipp. Und zwar geht es darum, wer kennt das nicht von euch? Ihr habt irgendwo Steine aufgehoben. Ich gehe jetzt einfach mal hier zu meinem Steinbruch rüber. Beziehungsweise hier in der Kiste müssten eigentlich noch jede Menge sein. Genau, ihr habt die aufgehoben und seht jetzt hier unten, ihr tragt gerade knapp 6700 Gewicht. Im Gegensatz zu den 1000, die ihr tragen könnt, beziehungsweise ich gerade tragen kann. Früher war es so, dass ihr euch gar nicht bewegen konntet. Mittlerweile ist es so, dass ihr zumindest so ein bisschen gehen könnt. Also ganz, ganz langsam, aber natürlich besser als nichts. Seitdem der letzte Patch rausgekommen ist, haben sie das nämlich geändert. Ich tue jetzt mal einfach die Sachen wieder zurück, damit ich mich besser bewegen kann. Es gibt aber noch einen kleinen Trick. Und zwar könnt ihr ab Level 12 mit Antiktechnologiepunkten die Enterhakenpistole kaufen. Dazu muss ich zwei Sachen sagen. Sie ist natürlich nicht günstig, weil ihr braucht auch ein antikes Bauteil dafür. Also das solltet ihr auf jeden Fall noch haben. Und sie braucht auch noch Munition. Ihr könnt das Ganze sogar ab der normalen, primitiven Werkbank schon herstellen. Ihr braucht dafür Palladiumbruchstücke, Metallbarren, Fasern und wie gesagt ein antikes Bauteil. Um diese allerdings nutzen zu können, müsst ihr hier in die Waffenwerkbank gehen. Wir haben jetzt noch nicht die entsprechende Munition. Die müsst ihr nämlich erstmal über den Technologiebaum freischalten. Und zwar könnt ihr das Ganze leider erst ab Level 29 machen. Dafür braucht ihr natürlich wieder Technologiepunkte. Die kriegt ihr übrigens auch, indem ihr die Weltbosse macht, die so in der Gegend rumlaufen. Dann schaltet ihr das Ganze frei. Geht wieder in die Werkbank rein und achtet bitte darauf, dass ihr nicht die minderwertige Munition nehmt, sondern die Pistolenmunition. Obwohl da auch steht, dass es für die alte Pistole ist, funktioniert diese hier links nämlich nicht. Wenn ihr diese nun genommen habt, dann könnt ihr ins Inventar gehen und dann seht ihr auch hier unten, 5 Pistolenmunition sind verfügbar. Das heißt, wir können 5-mal diese Enterhakenpistole benutzen. Die habe ich jetzt nämlich eben mal ausprobiert und da ist mir nämlich selber bei aufgefallen, dass die nicht funktioniert. Also wirklich nur die Pistolenmunition heißt. Dann nehme ich jetzt, um euch das zu zeigen, mal die Hälfte von diesem Stapel hier raus. Das reicht ja locker. Wir haben jetzt 15.000. Ihr seht schon, wir sind unheimlich langsam. Dann nehmen wir jetzt die entsprechende Waffe. Natürlich, indem ich scrolle. Nehmen wir in die Hand, so sieht das Ganze aus und dann müssen wir zielen und ihr seht schon, je nachdem wohin wir zielen, wäre das jetzt allerdings zu weit. Es wird leider nicht angezeigt. Ich ziele jetzt mal da hinten auf die Box drauf. Das ist allerdings zu weit, wie man sehen kann. Also man sieht hier dieses Seil, was hin und her geht. Und ich habe es jetzt mal hier vorne gezeigt, da funktioniert es bei dem Abstand. Und ihr seht schon, ich hänge jetzt hier ziemlich blöd in der Luft, muss jetzt Steuerung drücken. Aber ich bin zumindest hier am Ende angekommen, wo ich hin möchte. Und ich höre gerade ein Shiny da hinten im Hintergrund, das muss ich mir mal kurz schnappen. Und das hat geklappt, entschuldigt bitte, dass ich das eben offline machen musste. Aber Shinies darf man einfach nicht so stehen lassen. Diese Enterhakenpistole könnt ihr allerdings natürlich auch benutzen, nicht nur wenn ihr etwas euch selber transportieren wollt, sondern auch wenn ihr irgendwo hochkommen wollt. Leider reicht die Reichweite nicht so lange aus und ihr seht, wenn man sich hinzieht, dann fällt man auch wieder runter. Das heißt, in diesem Falle, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwo unterwegs seid und ihr kommt jetzt
irgendwo nicht so richtig hoch, weil ihr da nicht so gut klettern könnt, beispielsweise. Dann könnt ihr einmal anvisieren und dann direkt euren Begleiter aktivieren und ihr könnt wesentlich weiter damit runter springen, gleiten lassen, wie auch immer. Wenn ihr schon die entsprechende Gegend erkundet habt, dann könnt ihr, es gibt verschiedene Stellen natürlich auf der Karte, wo diese zu finden sind. Ich persönlich weiß aber nur von dem einen hier oder eben von dem kleinen Dorf. Da gibt es nochmal kleinere davon. Und zwar gibt es dort die Händler. Im kleinen Dorf gibt es einen kleinen Händler. Und hier oben, wo ich diese Kiste hingemacht habe, da gibt es einen größeren Händler. Da werde ich mal eben mit euch hinfliegen. Und zwar vom Wegschrein aus braucht ihr euch einfach nur in diese Richtung hier zu halten und dann am Ende runtergehen. Hier gibt es dann so einen kleinen Spalt, sage ich jetzt mal, wo ihr runtergehen könnt. Und wenn ihr euch dann umdreht, dann seht ihr schon direkt hier drunter ist diese Mine. Da lauft ihr dann einfach rein und am Ende steht dieser große, etwas grimmige aussehende Kerl. Das ist ein zwielichtiger Händler. Den könnt ihr im Übrigen auch fangen. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Ganze doch recht schwer ist. Also das kann ich euch am Anfang definitiv noch nicht empfehlen. Dieser Händler hier hat nämlich ein sehr, sehr heftiges Gatling-Gewehr in der Hand, was auch tierisch viel Schaden macht. Ein guter Schild ist da auf jeden Fall ein Muss. Dazu kommt allerdings, dass ich ihn schon ein paar Mal besiegt habe, aber es leider noch nicht geschafft habe, ihn zu fangen, obwohl er sehr oft kurz vorm Ende stand, so 1-2 KPs etwa hatte. Man kann es ja nicht genau sehen. Was mir wohl aufgefallen ist, dass er sämtliche Bälle bisher abgewehrt hat, also die Sphären abgewehrt hat, außer die roten Sphären. Wenn ich die geworfen habe, hatte ich zumindest eine 3%ige Chance, ihn zu fangen, die ich aber leider bisher noch nicht nutzen konnte. Dann sprecht ihr ihn an. Und da könnt ihr dann auch seltene Pals kaufen, die ihr vielleicht noch nicht habt. In dem Fall sind es jetzt nicht so seltene Pals. Der Fuddler beispielsweise, den könnt ihr recht einfach kriegen. Das Surfend, ich glaube, das habe ich sogar auch relativ zu Beginn bekommen. Aber hier zum Beispiel seht ihr ein Marait oder auch ein Sweeper, was ihr holen könntet. Das könntet ihr zum Beispiel erst in den weiteren Gebieten, wo dann auch die höher leveligen Pals sind, holen. Wenn ihr allerdings es schaffen solltet, diesen Händler hier zu fangen, dann könnt ihr ihn beispielsweise auch bei euch reinstellen in eure Base und könnt entsprechend auch dort mit ihm handeln. Da müsst ihr nicht immer nach hier zurückkommen. Wichtig ist allerdings, wenn ihr den Händler habt, dass ihr ihn nicht in euer Team reintut und rausholt, weil er sonst immer von euch davonläuft, wie es die Pals leider auch immer machen, sondern dass ihr ihn einfach von der Box aus hier unten ins Lager, sag ich mal, reinzieht. Dann könnt ihr ihn auch direkt ansprechen, wenn er irgendwo steht. Und wenn ihr ihn nicht mehr braucht, könnt ihr ihn ja einfach wieder auswechseln und wieder zurückbringen. Mit Level 23 habt ihr die Möglichkeit, die Gale-Claw-Handschuhe freizuschalten. Allerdings muss man immer bedenken, dass alles, was hier mit Pals zu tun hat, was man freischalten kann, nur dann freigeschaltet wird oder freigeschaltet werden kann, wenn ihr diesen Pal auch wirklich gefangen habt. Beispielsweise hier sind noch überall diese Fragezeichen. Die haben meines Wissens nach alle mit irgendwelchen Pals zu tun und können erst aufgedeckt werden und damit erst später freigeschaltet werden, wenn ihr die entsprechenden Pals gefunden habt. Wenn ihr nun die Gale-Claw-Handschuhe freigeschaltet habt, dann könnt ihr an so eine Pal-Ausrüstungswerkbank gehen. Und wenn ihr dann auch die entsprechenden Materialien habt, Stoff, Leder, Fasern und Palium-Bruchstücke, dann könnt ihr die herstellen. Und wenn ihr die nun rausnimmt, habt ihr die, wie auch die anderen Sachen, passiv in euren Inventar. Wenn ihr nun euer Team mit dem Gale-Claw ausrüstet, habt
Habt ihr eine andere Möglichkeit, einen Gleiter zu benutzen, als nur diesen normalen Gleiter? Weil dann habt ihr diesen Claw drin. Gerade wenn ihr noch diesen einfachen Gleitschirm habt. Und da gibt es ja noch verschiedene Varianten. Ich habe sie noch nicht alle ausprobiert, weil ich ehrlich gesagt zu faul war, weil ich mit dem ganz gut zurechtkam. Ist es aber doch eine sehr, sehr gute Sache, den im Team dabei zu haben. Wie ihr seht, er muss auch noch nicht mal aktiv ausgerüstet sein. Wir können jetzt auch beispielsweise ein ganz anderes Pal rausholen, laufen in der Gegend herum und drücken die Taste zum Springen, also dass ihr eigentlich den Schirm öffnet. Und ihr könnt viel weiter und vor allen Dingen viel, viel schneller mit diesem Pal als ja, Gleitschirm im Endeffekt euch fortbewegen. Was auch cool ist, wenn ihr zum Beispiel voll seid und euch nicht so richtig bewegen könnt, dann könnt ihr einfach springen und ihr könnt eine große Strecke im Vergleich alleine schon durch dieser Base hier durchmachen, wie ihr seht. Also es ist wahnsinnig viel. Ich mache mal eben einen zweiten Pal raus. Es hat mir doch sehr, sehr viel Arbeit erleichtert auf meinem anderen Spielstand. Das hier ist ja jetzt nur das Tutorial sozusagen. Und ja, ich kann euch das wirklich absolut nur empfehlen. Ich persönlich finde es noch besser als jeden Gleiter. Ich habe in einem anderen Spielstand mal das Problem gehabt, dass ich jemanden, naja, angegriffen habe nicht, aber dass jemand aggro auf mich war. Und zwar waren das diese Miliztypen. Da habe ich nämlich schon versucht, diesen kleinen Händler zu fangen. Da kamen dann die Miliztypen hinterher und ich kam dummerweise bei mir an der Basis an und alle Pals hier wurden irgendwie aggro, also nicht hier, sondern in der anderen Basis, die wurden aggro, haben sie dann auch noch niederstrecken können, die Miliz, aber die sind auch teilweise, ja, aggro geblieben, das war das Problem. Ich habe mich hingelegt zum Schlafen und so weiter, es hat nichts funktioniert, um die Aggro wieder aus den Pals rauszubekommen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug gewesen ist oder ob das grundsätzlich so ist. Wenn es grundsätzlich so sein sollte, kann ich euch wirklich nur die Empfehlung geben, diese Glocke hier zu verwenden. Da können wir ja umstellen, ob man Eindringlinge zurückschlagen soll oder ob man sich weiter auf die Arbeit konzentrieren soll, wenn ja, Eindringlinge in der Base sind. Das stellen wir kurz um auf Arbeit konzentrieren und dann wieder zurück auf Eindringlinge zurückschlagen. Und dann sollte auch die Aggro verschwunden sein. Diesen kleinen Trick mit der Glocke könnt ihr übrigens auch noch benutzen, wenn Pals mal wieder irgendwo verbuggt sind. Es funktioniert leider nicht immer, habe ich festgestellt. Ich hatte mal einen Pal, der glücklicherweise mittlerweile nicht mehr hier ist. Der hat sich immer einfach hier hingestellt, beziehungsweise hier unten hingestellt und ist hier immer so dagegen gerannt. Und ich wusste nicht, warum. Ich weiß bis heute übrigens nicht, warum. Und er wollte einfach nicht wieder zurückkommen. Und das ist übrigens der da hinten, der Wulmak gewesen. Und wenn er dann wieder hinten rauskam in der Prallbox, weil es gab ja ein Update, sodass das eigentlich nicht mehr passieren sollte, dann ist er immer wieder nach hierhin zurückgesetzt worden, ist wieder da hinten in die Ecke gelaufen und wieder das gleiche Spiel von vorne. Den habe ich versucht mit der Glocke zurückzusetzen, das hat leider nicht funktioniert. Aber in der Regel, wenn Prals irgendwo mal am Rumbaggen sind, hängen und nicht weiterkommen, kann man die Glocke kurz aktivieren und dann sind sie auch wieder frei. Eine andere Möglichkeit wäre noch, an die Palbox zu gehen und den entsprechenden Pal kurz rauszunehmen, wieder reinzutun und dann wird er auch wieder hier irgendwo in der Umgebung von der Palbox rausgelassen und sollte normalerweise sich wieder vernünftig fortbewegen können. Ja, der nächste Tipp hat mit Feuer zu tun. Feuer ist etwas, was sehr, sehr schön sein kann, was uns wärmen kann, was uns Essen zubereiten kann. Also mit Hilfe von Feuer können wir Essen zubereiten. Aber Feuer hat auch eine zerstörerische Macht. Die müssen wir leider auch in der Pralwelt akzeptieren. Und zwar, zum einen kann man durch das Feuer durchlaufen und selber Feuer fangen. Und dann sieht man schon, mein Schild hält jetzt einiges ab. Das ist unten dieser blaue Wert, der regeneriert sich da mit der Zeit wieder. Aber auch mein Leben geht natürlich mit der Zeit runter. Ihr könnt dann entweder einfach hinten, wenn ihr Wasser in der Nähe habt, reinspringen. Oder eben ihr wartet so lange ab, wenn ihr nicht dabei sterben solltet, bis dann tatsächlich ja, die Verbrennung weg ist. Die Möglichkeit habt ihr. Das Problem ist, es gibt hin und wieder ein paar Prals, die so blöd sind, durch das Feuer durchlaufen,
Feuer fangen und dann über eure Holzgegend in eurer Base rumlaufen. Es kann passieren, bei den Pals ist es mir noch nicht so aufgefallen, aber es kann passieren, dass dadurch eure Base Feuer fängt. Früher war es so, das haben wir leider schon mitbekommen. Ich hatte mal die falsche Taste gedrückt, wollte eigentlich die Tür öffnen, habe dann aber dummerweise mit einer Fackel geschlagen und habe direkt die Tür in Brand gesetzt und das komplette Gebäude mitsamt allen Sachen, die drauf gestanden haben, ist abgebrannt. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr in dem Bereich seid, dass ihr nach und nach alles mit Stein ersetzt, weil Stein kann nicht brennen. Und ganz wichtig, wenn ihr einen Angriff bekommen solltet, später kommen nämlich auch Angriffe mit Feuer. Da kann eure Base dann nämlich auch Feuer fangen. Es gab allerdings ein Update, so wie ich das mitbekommen habe, dass wohl nur noch die Bereiche jetzt Feuer fangen, allerdings auch die Sachen darauf kaputt gehen auf diesen Bereichen. Wo diese Feuerpfeile beispielsweise treffen. Das heißt, wenn jetzt ein Angriff stattfinden würde und genau hier, auf diesem Stück hier, ein Feuerpfeil drauffallen würde, dann würde sowohl der Weizen, also dieses Weizenfeld, wie auch dieses Stück hier kaputt gehen. Oder die Glocke. Ja gut, die Glocke geht auch kaputt, wenn der Teil darunter kaputt geht. Also immer schön aufpassen, beziehungsweise der Tipp von mir, dass ihr auf jeden Fall alles mit der Zeit auf Stein umstellt. Ihr könnt natürlich auch auf Metall umstellen. Das hat eine größere Widerstandsfähigkeit, aber beides brennt nicht. Also wenn ihr nicht unbedingt Metall braucht, was natürlich auch nicht unbedingt hübsch aussieht, dann reicht auf jeden Fall Stein. Holz kann ich euch nur für den Anfang empfehlen. Wenn ihr Level 22 erreicht habt und entsprechend viele Antiktechnologiepunkte zur Verfügung habt, dann könnt ihr euch die tragbare Laterne freischalten. Ja, sie ist sehr teuer mit Metallbarren, Holz, Feuerdrüsen und nochmal 10 antiken Bauteilen. Aber ich kann euch wirklich nur sagen, es lohnt sich. Wie ihr schon lesen könnt, eine Laterne, die man sich an die Hüfte hängen kann, was allerdings automatisch geht, geht bei Anbruch der Dunkelheit automatisch an. Eine reicht normalerweise völlig aus. Ich weiß nicht, ob man auch zwei dran machen kann. Ich persönlich habe nur eine hergestellt und ich muss sagen, es reicht wirklich aus. Denn die komplette Umgebung im Endeffekt, wenn man zum Beispiel in einer Höhle rumläuft und es dunkel ist, geht diese Lampe automatisch an. Ihr könnt es jetzt hier leider nicht sehen, weil es aktuell hell ist. Aber neben diesem Dreieck, was ich hier habe, also im Prinzip da vorne, davor, da würde dann diese Taschenlampe auftauchen. Die taucht immer automatisch an eurem Gürtel auf, wenn es um euch herum tatsächlich dunkel wird. Und wenn es zu dunkel wird, schaltet sie sich automatisch an. Die könnt ihr hier an einer hochwertigen Werkbank herstellen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es auch an einer normalen geht. Da habt ihr dann, wenn ihr es freigeschaltet habt, die tragbare Laterne. Und wie gesagt, ihr müsst die nur einmal herstellen, dann habt ihr die passiv dabei und die wird immer im Einsatz sein, sobald ihr sie braucht. Früher war es ja so, dass ihr immer eine Fackel in die Hand nehmen müsst. Das müsst ihr nicht mehr. Dementsprechend habt ihr dann hier diese 4 Plätze zur Verfügung, um das da rein zu tun, was ihr wirklich auch dringend braucht. Ein wichtiger Tipp, den ich bis dato noch nicht kannte, den ich aber selber, also wo ich selber festgestellt habe und dann später diesen Tipp auch gehört habe, ist, wir haben hier unten eigentlich den Starterbereich, wo man normalerweise anfängt, Ebene des Aufbruchs. Und ich habe es so gemacht, dass ich ganz weit wegfliegen wollte. Es war übrigens keine gute Idee, hier oben hin zu fliegen, weil da tatsächlich nur Wasser ist. Ihr seht zwar einen riesigen Baum, da werdet ihr aber nie hinkommen, weil der nicht existiert. Wenn ihr aber zum Beispiel einen Flugpal habt und die Möglichkeit habt, so nach und nach die Gegend zu erkunden und beispielsweise hier oben in den Bereich reinzukommen. Ihr seht schon, Level 46 ist hier der Boss. Das sind also die Bereiche, die ihr von Anfang an eigentlich nicht betreten solltet. Aber ihr könnt es schon im Endeffekt machen, sobald ihr einen Flugpal habt und damit reiten könnt, also auch den Sattel dazu habt. Dann könnt ihr hier oben die Gegenden ein bisschen erkunden und wenn ihr dort Eier findet und natürlich eine Brutmaschine habt, die ist ganz, ganz wichtig. Die sieht nämlich so aus und da könnt ihr dann das Ei reinsetzen. Ich habe jetzt aktuell leider kein Ei, aber normalerweise hätte ich hier eins, würde ich einen Rechtsklick machen, dann wäre das automatisch hier drin.
Und da würde dann eine gewisse Uhrzeit drin stehen, die dann rückwärts läuft. Das könnt ihr auch ausschalten. Ich habe es jetzt ausgeschaltet, weil das hier mein ja, Tutorial-Beispiel, sage ich jetzt mal, ist, wo ich die ganzen Tipps mit aufnehme. Und wenn ich dann mal ein Ei ausbrüten muss, dann muss es halt eben schnell gehen und dann kann ich keine 72 Stunden warten, im Ernstfall, die automatisch eingestellt sind. Wenn ihr auf dem Server spielt, ist das Ganze nicht so schlimm mit diesen standardmäßig eingestellten 72 Stunden, weil auch über Nacht die Zeit weiterläuft. Wenn ihr aber einen lokalen Spielstand habt, das nur noch als Tipp, dann solltet ihr vielleicht ein bisschen an der Zeit schrauben, wenn ihr nicht so lange warten möchtet, weil die Zeit nämlich nur vergeht in dem Moment, wo ihr online seid. Und wenn ihr natürlich nur ein- oder zweimal die Woche die Zeit habt zu spielen und dann immer nur für 2 Stunden, dauert es unheimlich lange, um ein Ei, was tatsächlich 72 Stunden braucht, hier drin auszubrüten. Um überhaupt einen Brutkasten bauen zu können, müsst ihr zum einen Level 7 erreicht haben, zum anderen 2 oder 3 waren es, glaube ich, Antik-Technologiepunkte bereits haben, um diesen Brutkasten hier freizuschalten. Dafür braucht ihr dann nochmal Palladium-Bruchstücke, Stoff, Stein und nochmal 2 antike Bauteile, die ihr dann auch wieder natürlich vom Bosskämpfen erhalten könnt, um dann diesen Brutkasten aufzustellen. Übrigens noch ein weiterer Tipp, wenn ihr diese, ja, ich nenne sie immer Raids. Später soll es wohl noch Raids geben mit, ich glaube, 23 Personen, haben die Entwickler schon angekündigt. Aber diese Überfälle im Endeffekt auf eure Basis, wenn die kommen, habt ihr auch die Möglichkeit, seltene Pals zu fangen. Da kommen nämlich beispielsweise unter anderem diese Kerlchen hier, diese Leadspunk-Ignis, so heißen die. Die könnt ihr dann versuchen zu fangen und wenn ihr auch nur einen davon habt, habt ihr natürlich schon eine Möglichkeit, wieder weitere Pals zu züchten, wenn ihr da Interesse dran habt. Also ich persönlich finde es wirklich toll, weil dadurch habe ich jetzt mittlerweile schon 89 registrierte Pals erhalten und die meisten davon am Ende sind nur noch gezüchtet gewesen, weil ich so einen Spaß daran habe. Wenn ihr natürlich ein weibliches und ein männliches davon fangen würdet, dann könnt ihr ganz viele kleine Babys machen, die genauso aussehen wie die Eltern. Aber ihr könnt auch theoretisch die Menschen zum Beispiel fangen, diese komischen Mönche, sage ich immer dazu, mit diesen langen Gewändern. Die könntet ihr auch einfangen. Das sind irgendwie die Palfreunde der Schieß mich tot. Und auch wenn ihr in. Jetzt seht ihr es übrigens noch mal kurz hier mit dieser Lampe, die jetzt gerade erschienen ist, die, wie gesagt, in der Nacht kommt. Ich zeige euch das mal eben kurz. Wenn ihr jetzt hier rumläuft, wo es eigentlich überall dunkel ist, da hält sich dann halt dieser Bereich. Und ich finde, das reicht auf jeden Fall dicke. Also da kann man sehr, sehr viel mitsehen. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, seltene Pals zu fangen. Wobei, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es meistens auch auf einige wenige beschränkt ist. Und zwar stehe ich jetzt hier beispielsweise beim Wegschrein Turm des Rhein-Syndikats. Das ist der, wo ihr ja in der Anleitung im Endeffekt irgendwann selber hinkommt. Das hier ist der Turm. Das wäre dann der Boss, den ihr da besiegen könnt. Wenn ihr den einmal freigeschaltet habt, könnt ihr im Endeffekt wieder hierhin zurücklaufen, weil es ist direkt daneben. Und die sehen immer so aus. Die haben dann ja so Stein drumherum, was so ein bisschen wie ein Eingang aussieht und meistens irgendwelche Bäume, die dann so oben drüber wachsen. Und wenn ihr Glück habt und hier reingeht, dann steht da Dungeon betreten. Dann seht ihr, wie hoch der Boss vom Level her ist, wenn er denn mal da ist. Also wir haben es auch oft gehabt, dass wir gar keinen Boss gefunden haben, obwohl wir durch jede einzelne Kammer gelaufen sind. Und ihr seht auch unten rechts, wann er wieder verschwindet. Wenn ihr diese Dungeons dann betretet, dann seht ihr, meistens sind hier solche Wilderer auch drin, aber es können auch spezielle Pals drin zu finden sein. Wie beispielsweise das Fixie habe ich hier schon einmal drin gefangen. Der Futtler ist hin und wieder drin. Der Kilamari schwebt hier immer mal wieder in der Gegend rum. Und ganz, ganz wichtig, immer mal wieder sieht man auch Mau. Und wie ich ja schon gesagt habe, Mau bringt euch die Goldmünzen, wenn ihr sie ins Gehege steckt.
Das sind so die Pals, die ich persönlich bisher hier drin gefunden habe in den Dungeons. Es kann aber auch sein, dass wenn ihr woanders hingeht, dass ihr dann auch noch andere Pals darin finden könnt. Wie gesagt, die Wilderer könnt ihr theoretisch auch einfangen. Ich persönlich finde sie jetzt nicht so stark und man kann denen auch sehr leicht ausweichen, weil immer wenn die einen anspringen, einfach ausweichen und dann von hinten zuschlagen. Und ja, die könnt ihr auf jeden Fall auch mal einfangen. Da gibt es dann auch wieder Bonuspunkte für, wenn ihr 10 von denen fangt. Ein weiterer Tipp sind diese Bäume, die ihr jetzt im Hintergrund seht, die so funkeln. Immer wieder, wenn ich so einen Baum sehe, dann markiere ich mir den Ort. Und zwar gibt es hier oben beispielsweise einen, das ist unterhalb vom Turm der Liga der Palfreunde. Wir sind jetzt aber gerade hier oben. Das ist so ein bisschen links oberhalb vom Zentralsee. Und direkt im Startgebiet habe ich auch einen gefunden. Der ist hier unten. Der ist so schräg rechts oberhalb vom Hochland der Grasriesen. Das sind jetzt die, die ich bisher gefunden habe. Ich glaube, ich hatte auch noch ein, zwei andere gefunden. Die habe ich aber dummerweise vergessen zu markieren. Und zwar sehen die immer so aus. Die sind so ein bisschen bläulich am Leuchten und haben dann entsprechend auch so, ja, Beeren im Endeffekt im Hintergrund, also dranhängen. Es sind immer drei Stück, die dann da dranhängen. Ist ein bisschen kompliziert, die abzupflücken. Hier ist jetzt zum Beispiel eine Drachenfruchttechnik dran. Manchmal muss man auch springen. Das war eine Feuertechnikfrucht. Und ich wollte gerade sagen, irgendwo hatte ich doch noch eine gesehen. Das war jetzt eine Erdtechnikfrucht Steinsalve. Die habt ihr dann im Inventar. Die belegen leider immer einen Platz. Allerdings wiegen die nichts, muss man dazu sagen. Und da könnt ihr dann so drauf gehen mit dem Mauszeiger und dann seht ihr schon, welche Attacken die beibringen. Beispielsweise hier diese Feuertechnikfrucht Lohesturm bringt einem Pal eurer Wahl den Lohesturm, das ist ein Feuerangriff bei und der hat eine Stärke von satten 80. Das heißt, wenn ihr einen Pal habt, wo ihr beispielsweise Feuer drauf haben wollt, weil ihr das unbedingt mitnehmen wollt und aber auch noch ja zusätzlichen Feuerangriff haben wollt, den es zum Beispiel sonst nicht hat oder so, oder einfach die Feuerangriffe verstärken wollt, weil es standardmäßig zum Beispiel nur 30 als Angriff hat, dann könnt ihr ihm mit diesen Früchten das beibringen. Einfach einen Rechtsklick machen, entsprechend auf einen dieser Pals anwenden. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich das bisher bei allen Pals machen konnte, dass es im Endeffekt egal war. Also auch zum Beispiel bei einem Flugpal oder bei einem Elektropal, die können dann auch diese Feuerangriffe in dem Fall jetzt lernen. Dadurch könnt ihr natürlich die Angriffe eurer Pals verstärken. Übrigens nebenbei, wenn wir gerade schon mal hier sind, ihr solltet doch immer Ausschau halten nach solchen Gebieten wie dem hier. Nochmal zur Erinnerung. Wir sind jetzt gerade hier in diesem Gebiet. Weil hier gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Erzvorkommen und sogar einmal Steinkohle als Vorkommen. Und nochmal Stein sind auch nochmal zwei dabei, die man, drei sogar, die man in diesem Gebiet holen könnte. Das heißt, ihr müsstet dann einfach nur hier die Liga der Palfreunde-Anhänger umbringen. Eventuell noch Pals, die auf euch aggro sein könnten. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, hier eine Palbox hinstellen, dann könnt ihr hier wunderbar ein neues Lager machen. Und sogar da hinten oben, kann ich euch auch nochmal kurz zeigen, da ist auch nochmal Erz zu finden und Steinkohle hier links bei den Bäumen. Dann ein weiterer Tipp. Überall im Land verstreut gibt es diese Lager hier. Bei diesen Lagern gibt es immer menschliche Gegner. Manchmal mit Pistolen, manchmal wie hier mit Knüppeln und so weiter. Da könnt ihr reinlaufen und sehr, sehr oft auch Pals finden, die selten sind. So wie dieses Pal hier. Da müsst ihr hier hinlaufen, F gedrückt halten und wie ihr rechts sehen könnt, dann habt ihr diesen Pal gefangen. Und ich habe jetzt 90 Pals dadurch gefangen. Ja, es gilt tatsächlich als gefangen und nicht als also es wird registriert, das meine ich jetzt damit. Das heißt, es zählt auch zu eurer Errungenschaft dazu, dass ihr 50 gibt es, glaube ich, noch oder 90 Pals gefangen habt. Übrigens, wenn ihr Menschen besiegt, egal welche Art und Weise, kann es sein, dass die Munition droppen.
Und die ist auch noch später wichtig für euch, weil ihr Gewehre herstellen könnt, Pistolen und so weiter. Und da die Munition immer sehr teuer in der Herstellung ist, ist das natürlich ein kleines Goodie, wenn ihr Menschen umbringt oder vielleicht sogar auch farmt, dass ihr dann ihre Munition erhalten könnt. Wenn ihr übrigens unterwegs seid und Eier findet, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ihr meistens aus den Eiern das rausbekommt, was in der Umgebung ist. Ist scheinbar nicht immer so, aber das ist mal so prima Daumen ein guter Anhaltspunkt. Wenn ihr jetzt also hier in der Gegend unterwegs seid und ganz weit weg fliegt, könnt ihr auch relativ früh die Pals erhalten, die ihr eigentlich noch nicht haben solltet. Übrigens noch ein kleiner Tipp zum Abschied. Und zwar, eigentlich sind es zwei Tipps. Zum einen Kativa. Wenn ihr von denen welche in eurem Team dabei habt, dann könnt ihr mehr tragen. Das heißt, ich habe mich so eingestellt, dass ich jetzt ein Gewicht von 1000 tragen kann. Wechsle ich aber jetzt und tue ein Kativa rein, kann ich ein Gewicht von 1050 tragen. Das stackt sich übrigens. Nehme ich jetzt noch ein weiteres Kativa rein, kann ich ein Gewicht von 1100 tragen. Das heißt, habt ihr vier Kativas bei euch im Team, weil ihr einfach nur unterwegs seid und gerade mal ein paar Erze sammeln wollt, könnt ihr insgesamt schon 200 mehr tragen. Und der letzte Tipp für heute, damit das Video nicht so lange wird, wobei es vermutlich sehr lange geworden ist. Die Ausrüstung, die ihr tragt, sollte immer entsprechend eurer Umgebung angepasst sein. Das heißt, ich trage standardmäßig eigentlich immer die kälteresistente Fellrüstung. Das ist jetzt die letzte Verbesserung, die ich freigeschaltet habe, beziehungsweise die vorletzte, glaube ich. Es gibt auch noch die schwere, die zeige ich euch gleich nochmal. Das ist eine Fellrüstung, die euch Kälte besser ertragen lässt. Das heißt, ihr habt ja am Anfang diese ganz kleine Fellrüstung angehabt. Damit könnt ihr dann die nächtliche Kälte besser ertragen und damit könnt ihr aber auch in kalte Gebiete reinreisen, sodass ihr dort nicht erfriert. Das gleiche gibt es dann auch nochmal als hitzeresistente Fellrüstung. Das heißt, wenn ihr merkt, eure Umgebung ist einfach zu heiß für euch, dann wechselt ihr mal eben schnell die Kleidung. Das Ganze sieht dann so aus. Und ihr könnt anhand der Farben eigentlich immer sehr gut erkennen, welche ihr gerade tragt, weil die eine ist halt eben blau, so ein bisschen antartig und die andere ist halt eben rot. Das ist dann die hitzeresistente Fellrüstung. Da gibt es dann verschiedene Stufen und zwar einmal die Stoffkleidung, die euch vor der Kälte nachts schützt. Eine einfache Fackel in der Hand tut es auch oder ihr überspringt einfach die Nacht, indem ihr in ein Bett reingeht und schlaft. Die könnt ihr schon ab Level 4 freischalten. Die tropische Tracht und die arktische Tracht entsprechend gegen Hitze oder gegen Kälte könnt ihr schon ab Level 9 freischalten. Die Fellrüstung, die sehr gut gegen Kälte hilft, könnt ihr ab Level 12 freischalten. Die hitzeresistente Fellrüstung, die ich jetzt gerade trage, könnt ihr ab Level 16 freischalten. Die kälteresistente Fellrüstung ab Level 18. Und dann gibt es noch Level 23, da könnt ihr die Metallrüstung freischalten, die euch guten Schutz bietet, allerdings auch relativ schwer ist, die meines Wissens nach allerdings nicht gegen Kälte oder Hitze besonders wirkt. Da könnt ihr übrigens auch den Metallhelm freischalten, der euch nochmal zusätzliche Verteidigungspunkte gibt. Und die kälteresistente Metallrüstung, die dann extra gegen Kälte wirkt, auf Level 27. Eine hochwertige Metallrüstung, die meines Wissens nach nicht gegen Hitze oder Kälte schützt, erhaltet ihr auf Level 37 zum Freischalten. Die hitzeresistente hochwertige Metallrüstung könnt ihr auf Level 40 freischalten. Die kälteresistente hochwertige Metallrüstung dann eins später auf Level 41. Eine Paluminiumrüstung könnt ihr auf Level 46 freischalten. Und die letzten beiden könnt ihr dann auf Level 48 freischalten, und zwar die hitzeresistente Paluminiumrüstung. Beachtet dabei aber, dass diese letzten drei Rüstungen sehr schwer sind. Und auf Level 50 erhaltet ihr dann die kälteresistente Paluminiumrüstung.
Einen kleinen Guide bezüglich unserer Weidestation werdet ihr dann nochmal in einem kommenden Video von mir erhalten. Da werde ich dann nochmal alle Pals nennen, zumindest die, die ich bisher freigeschaltet habe, die entsprechend uns Ressourcen geben, wie Milch, Honig und so weiter, so dass ihr diese dann auch fangen könnt. Ich werde euch dann genau zeigen, wo ihr die fangen könnt. Ja, und ansonsten habt ihr es jetzt überstanden. Ich hoffe, dass einige oder sehr viele Tipps dabei waren, die ihr noch nicht kanntet, die euch helfen konnten. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ich irgendeinen Tipp vergessen habe, schreibt es mir bitte auch gerne in die Kommentare, damit auch alle anderen darüber Bescheid wissen und sich das Leben in der Palwelt erleichtern können. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch dieser Guide gefallen hat. Und ich sag mal, bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.